Herzlich willkommen bei Green Hell. Wir schauen uns die Story an. Denn okay. Green Hell hat den Access verlassen. I made it! Und die Story ist komplett. Is everything all right? Ja! You can come up! Was Green Hell so kann. You do know you have the walkie-talkie, right? Ja, stimmt. Wir schreien schon wieder hier rum. Dabei haben wir walkie-talkie. Natürlich sprechen wir mal mit unserer guten Dame hier. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich hab's mal... You can come up. Mal gespielt. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Okay, verstehe. Also ich würde bestimmt gerne Nickerchen mit ihr. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Maldición. Can't hide anything from you. Natürlich kannst du es nicht. Ich will mir auch was verstecken. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mhm. Und die Szene kennen wir alle noch aus den Anfangszeiten, die jetzt Early Access schon mal gespielt haben. Werden sich an diese Bilder hier erinnern. Und ich muss sagen, es sieht gut aus. Gefällt mir. Oh, have you tied down the bow? Die denkt natürlich mit. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocka Village. Jabberwocka Village. Okay, also sie möchte halt irgendwie zu irgendwelchen Eingeborenen aufpassen. What if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. Dr. Higgins. Wir sind Dr. Jake Higgins. Okay, haben I found the tent. Is everything all right? Nee. The camp looks impressive. Mm-hmm. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything Soul we might Trail, need. Die uns wahrscheinlich hergebracht haben, das heißt, wir finanzieren die ganze Expedition ins Ungewisse. Und wir sind schon im zweiten Tag. Ja, fantastisch. Den ersten Tag überlebt, das haben well, die meisten Games nicht. That's everything. We're officially settled in. Natürlich you know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should... Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Ja, romantic canned beans. Wir dürfen alles sammeln. Und use your imagination. Und liest erstmal Bücher ganz entspannt. Okay. Wir sollen... unser Tagebuch ausgraben. Weil wir alles vergessen haben. Wir haben alles vergessen, wie man irgendwas macht. Deswegen haben wir es alles in unser Tagebuch aufgeschrieben. Damit wir auch genau wissen, wie wir Dinge herstellen. Und auch, was unsere lustige, tolle Uhr ist. Die uns alles zeigt, ob wir bei guter Gesundheit sind. Also ob unser Fettgehalt passt. Ob wir genug Kohlenhydrate haben. Ob wir Eiweiß haben. Dafür gibt es Fleisch. Das heißt, wir müssen ein paar Tiere erlegen. Und natürlich sollten wir im Idealfall sauberes und abgekochtes Wasser trinken. Und wir haben natürlich auch irgendwie ein bisschen vermutlich ab und zu Halluzinationen. Wir werden es sehen. Ich habe es seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Und bin einfach gespannt, was die Story so kann mit der neuen Version. Gut. Sammeln wir aber erstmal die ganzen Stöcker hier auf. Ich bin hier noch von der Kamerashake ist aber... Gefällt mir nicht so, der Kamerashake, muss ich ehrlicherweise sagen. Gerade diese ruckartigen Bewegungen. Hm. Ich bin nicht dran. So, ein Vogelnest haben wir gerade auch schon mal geplündert, denn wir brauchen Eier. Ich hab hier direkt nämlich zu Hause gelassen, als wir hier aufgebrochen sind. Und, achso, so erstmal ein kleines Ort auswählen für unser kleines Feuerchen. Was ist dich denn passieren?
Oh ne. Ups. Oh, mein Star. Das Feuerlesezeichen. Wo haben wir das Feuerlesezeichen? Da. Ah, okay, so. Okay, es ist ähnlich wie bei The Forest. Da craftet man ja auch aus dem Buch heraus. Zumindest die letzte Erinnerung, die ich dazu noch hatte. Ich bin ein Werkzeug, um einen Baum zu fällen. Welche Machete? Ich fäll mal den Baum. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Vorahnung. Das ist nicht gut. Kein gutes Zeichen, wenn sie irgendwelche Vorahnung hat. Das riecht nach Ärger. Vielleicht haben wir ihr Taschentücher vergessen oder so. Nehmen wir noch ein paar Lian mit. Weißt du nur nicht, welche Bäume wir fällen können? Ich habe das Gefühl, dass wir diese großen Bäume hier nicht fällen können. Und jetzt nicht mit unserer kleinen lächerlichen Machete. Den können wir fällen. Alles da. Ah ja. So. Wir können mehrere Holzscheite auf einmal transportieren, das ist wunderbar. Aber wir können dann die Stöcker nicht mehr aufsammeln. Jetzt sehe ich, dass mir alles fallen. Sehr schön. Ja, ein Chaos werden. Aber ich bin ordnungsnah, zumindest im Videospiel. Das heißt, hier wird alles schön sauber ordentlich sortiert werden am Ende. Da wird hier nichts irgendwie komisch aussehen. Fantastisch. Herz drauf. Stöcke einsammeln. So, ablegen kann er die wie ein großer. Wie ein ganz großer. Wir haben jetzt genug Stöcke. Ne, irgendwo noch, genau. Die Stämme, die Holzscheite können wir auch noch mal mit aufsammeln. Dann sind wir hier vorne rüber. Ja. Perfekt. Sind die eigentlich auch noch? Oh ja. Ah. Ah, wir können drauf und dann kriegen wir ein Feuerbrett. Brauchen wir bestimmt. Und das hier alles noch kleine Hand, die hier schöne Stück. Nee, jetzt hätten wir noch wahrscheinlich auch noch große Stöcker gebraucht. Ich sehe schon kommen, alle großen Stöcker kaputt gemacht. Moment. Einer Stock. Sehr schön. Ah. Okay, wir können die also auch noch teilen. Alles klar. Gut, und ich nehme an, wir brauchen jetzt noch ein kleines Feuerbrett vielleicht. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Natürlich wird das Feuerzeug. Don't tell me. Wer hätte es gedacht? Yeah, we have no fire. Vor allem, dass man noch nur ein Feuerzeug mit in den Dschungeln. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Ich meine, die beiden waren schon. Did you check everywhere? Da könnte man unter Umständen auch dran denken, zwei Witze. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Ich glaube, der Start ist sogar noch gut. Das wird wahrscheinlich noch alles viel, 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 viel schlimmer am Ende. Handbohrer brauchen wir. Alles klar. Handbohrer. Stock oder Feuerbrett? Kleiner Stock. Alles klar. Die können wir aber nicht so kaufen. Ne? Den müssen wir in der Hand herstellen. Arbeit herstellen. Okay. Ah ja. Okay, also wir müssen halt die Sachen uns merken, wie wir sie herstellen und dann to find something dry. Jetzt können wir ein Feuerwerkzeug und nutze ein Feuerwerkzeug und Zunder, um Feuer zu machen. Ja, wir haben noch ein bisschen hier reinlegen. Vogelnest vielleicht. Vielleicht.
Die zwei Stöcke funktionieren auch nicht miteinander. Stock oder Feuerwehr? Dann brauchen wir gleich nochmal einen normalen Stock. Ah. Alles klar. Wir müssen es halt also benutzen und können es nicht einfach auf den Boden aufziehen. Das wird bestimmt heiß, dann ich nehme ich mal an. Hm? Sind halt ein echter Kerl und können das Ding gleich zwei Minuten lang halten. Fire is burning. Coming. Give me a minute. Ich glaube, man hat damals im Early Access, also als es noch im Early Access war. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Oh, I love you. If I'd have known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah, and if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Karine. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. Uns nicht? Was? They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Also wilde Eingeborene schießen mit Pfeilen auf Helikopter. They've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Die Mia möchte die Ureinwohner davon überzeugen, dass wir eigentlich ein netter Kerl sind, weil wir deren Existenz gelegt haben und die halt mächtig sauer sind darauf, weil sie jetzt halt eben von allen möglichen Leuten belagert werden, medizinische Experimente an ihnen durchgeführt werden und vermutlich werden sie das nur vertrieben. Und deswegen möchte sie alleine hingehen, mit ihr zu sprechen, damit alles gut wird. Okay, total plausibel. Ich bin am Dorf mit dem Radio oder mit dem Funkgerät, wenn du aufgewacht bist und im Zelt liegt ein kleines Geschenk. Deine Mia. Nice. Geschenke. Ah, das sind die Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Yabawaka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Sieht aus, als wenn die vielleicht ganz gerne mal den einen oder anderen Menschen verspeisen. Wir werden es bestimmt noch rausfinden. Hallo? Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? Ja, ist nett, dass sie uns gesagt hat, wo sie hin ist, ne? You left already? Oder auch mal Tschüss gesagt hat. Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Die haben Geburtstag? Nice. Wo ist das Geschenk? Oh. Jane der Seelen. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Ich glaube, wir nehmen auch ein bisschen was von dem Zeug. Ayahusa darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden, der außerdem als Führer dient. Gut, dann müssen wir noch einen Schamanen suchen, nehme ich mal an. Warning number one. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia, hey Mia, say hello. Mia sagt hallo. Hello. Intent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species and Mia... Can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Devahawka tomorrow. Das war beim letzten Mal schon.
Wo ist denn das Geschenk für uns? Ach, hier. Ah, die Uhr. Okay. Ich würde aber eigentlich lieber rechts tragen. Naja. Exactly what I wanted. Ja, it even has solar batteries. Solarversorgung, super. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Ja, weiß wahrscheinlich, dass unterwegs sein mit ihr für ziemlich viel Stress sorgt. Oh ja, wir brauchen Fleisch. Ich suche das Set etwas nach. Schokolade wird wahrscheinlich keine mehr da sein, die wir wahrscheinlich mir eingekriegt haben. Dafür haben wir die ganzen Proteinriegel. Und Geschirr, was nicht abgewaschen wurde. Na super. Okay. Das wird nochmal Gesprächsbedarf geben, wenn die mir hier zurückkommt. Abhauen ohne hier irgendwelche Sachen sauber zu machen. So, was gibt's hier Schönes? Hier sehen wir die einzelnen Schichten des Urwaldes und was sich hier so für Tiere rumtreiben. Ich glaube, je höher wir kommen, desto sicherer sind wir. Zumindest von den wilden Tieren. Und ich will immer mit R lesen. Ich weiß nicht warum, aber ich will immer mit R lesen. Tiere des Regenwaldes, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Ja, will ich auch essen. Lecker Tab hier. Warum nicht? Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe. So wie sie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie jetzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Der ganze Plan hängt davon ab. Das ist also der Grund, warum wir zurückgekommen sind. Hier sieht man die kleinen Ureinwohner, die hier vermutlich auf eine Drohne raufgeworfen haben mit ihren kleinen Pfeilen. So, wir werden die zivilisieren, denke ich. Dank des Kambo-Rituals. Tödlichste Amphibie auf diesem Planeten, für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdosen, bis sie immun gegen das Gift sind. Klingt nach Akupunktur so ein bisschen. Müsste ja so aus, wenn sie Akupunktur betreiben würden. Und hier noch die Yabuhacha. Die Yabuhacha leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als eine der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Ich dachte, wir sind hier, weil wir die treffen wollen. Gut. Haben wir jetzt eigentlich schon nahe Sachen gefunden, oder? Weniger essen? Ah ja. Oh. Ja, und wir haben unsere Gesundheits... Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. Oh Gott. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Okay. Also sie wird am Rand des Dorfes. Jetzt los. Vorsicht. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. Oh Gott, mach die Schluss mit uns. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Das ist der Grund, warum wir mitgekommen sind, weil wir noch ein paar neue Pflanzenarten entdecken wollen. Willst du mal lesen, wo wir es schon gemacht haben? Oder welches Bauchfeld ist hier gemeint? Oh, das Bauchfeld hier. Was sind denn die Pflanzen? Hier vielleicht? Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich, aber was heilen sie noch?
habe diese Pflanzen auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Lied davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Begib dich nach Norden und finde eine Tabakpflanze. Den Kompass eingebaut auf unserer Uhr? Ah, wir können mit dem Mausrad. Ja, geil. Nice. Dann laufen wir mal Richtung Norden. Und gucken mal, ob wir die schönen Tabakpflanzen finden. Und vielleicht finden wir noch ein paar Papers und dann. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Boah, ohne Handschuhe am Seil hoch, das kann aber auch schmerzhaft enden. Vor allem auch noch beim strömenden Regen und ich glaube, die haben nicht mal irgendwas. Oh.